don't sweat the technique. Was geht ab, YouTube? Pascal ist zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video, im neuen Technik-Check Tuesday am Donnerstag. Der letzte Technik-Check für diese kleine Technik-Check-Woche. Deswegen, smash that Like-Button auf diesem, wenn euch das gefallen hat, dann schaue ich, dass ich regelmäßiger Technik-Checks mache. Gut, ich will schon seit Jahrtausenden regelmäßiger Technik-Checks machen. Ich werde es jetzt auch bestimmt machen, die nächsten Wochen. Auf jeden Fall schauen wir uns heute mal wieder einen Promi aus der Fitnessszene an, keine Ahnung. Und zwar den Flavio Simonetti, der hat was auf der Bank gedrückt vor einem Monat ungefähr oder drei Wochen. Ein neuer Rekord? Fragezeichen. Prüfen wir das gleich mal, reflektieren ein bisschen über seine Technik. Denkt immer dran, ich schaue mir die Leute nicht an, weil ich die ärgern will oder sonst irgendetwas. Mir ist die Person relativ egal. Ich möchte mir das Drücken angucken und mit euch so ein bisschen darüber reflektieren und philosophieren, wie man das Drücken vielleicht könnte besser machen, was vielleicht Probleme sind dabei, was mir besser gefallen würde, sodass wir halt Anschauungsmaterial haben, an dem wir abarbeiten können. Also Flavio, falls du das guckst, das hat nichts mit dir zu tun. Und wir hatten schon ewig viele Folgen dieser Technik-Check-Reihe, wenn man mal so zurückschaut. Und ich habe mir schon richtig viele angeschaut. Ja, und es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Warum mache ich es nicht öfter? Nachdem wir dann gleich mit dem Flavio durch sind, schauen wir uns natürlich wieder eure Lifts an, die ihr mir zugesendet habt. Wenn du mir auch ein Technik-Check-Video, was ich mal prüfen soll für dieses Videoformat, schicken möchtest, dann schick mir das an die E-Mail, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Wenn ich das vergessen habe, schreib mir in die Kommentare, dass ich vergessen habe, eine E-Mail zu verlinken. Das ist nämlich bei mir klassischerweise öfter mal der Fall. Der Flavio hat 135 Kilo auf der Stange. Ich muss noch einen zweiten probieren. Probier nochmal einen zweiten, Minion. Shit, das ist hier nix, ey. Boah, nicht schlecht. Das sah mir nicht dann raus, als hätte er noch einen drin gehabt, um ehrlich zu sein. What the fuck? Also erstmal, ich habe Bankdrücken nicht studiert und der Flavio ist ein Fitness-Sportler, so wie ich das verstanden habe, ein Bodybuilder. Erstmal, Bodybuilder müssen kein Bankdrücken machen, Bodybuilder sind wahrscheinlich, auch wenn sie davon profitieren würden, aber wir finden nur mal sowas vor halt irgendwie, nicht so versiert darin, ihre Technik dann auch tatsächlich so anzupassen, dass sie dort effizient werden. Deswegen fehlen da so ein paar Dinge halt einfach in der Bewegung, die seine Bewegung viel besser machen könnten, die ihn sofort mehr Bankdrücken lassen könnten. Und die schauen wir uns jetzt halt mal ein bisschen an. Wie gesagt, ich will Flavio dich damit nicht irgendwie jetzt vorführen oder sonst irgendetwas. Du hast bestimmt viel Ahnung von Training und auch vom Bankdrücken. Ich will einfach nur mal zeigen, wie man das machen, wie man an deiner Technik arbeiten könnte, damit du dann schlussendlich mehr drücken kannst. Was ist denn hier mit der Zeitlupe los jetzt? Mal den Tick leiser machen. Also, Flavio hebt das Gewicht raus. Kann ich hier auch pausieren? Ja. So. Jetzt hat er das Gewicht auf der Brust. Kollege hat das Gewicht auch noch in der Hand. Was man jetzt sieht, das hat man bei der ersten gesehen, das hört man auch im Mikrofon so ein bisschen, wenn man sich das anschaut. Auf dem Weg nach unten atmet er erst ein. Also, er hebt das Gewicht raus, fängt an, die Bewegung einzuleiten und dabei atmet er. Also, ne? Und das Problem, was das ihm beschert so ein bisschen, was ja der klassische Powerlifter machen würde, wäre halt das Gewicht rausheben, das Gewicht erstmal ausbalancieren, stabilisieren, dann nochmal Luft holen, die Schultern noch mehr in eine Retraktion ziehen und dann die Bewegung einleiten, sodass Spannung im Oberkörper gefangen bleibt. Das macht natürlich jeder ein bisschen anders, aber wir wollen das ja jetzt mal so ein bisschen hier philosophieren, ne? Mensch. Und was dabei mit ihm passiert, ist im Grunde, dass er den oberen Teil der Bewegung relativ, die Stange relativ senkrecht ablässt. Das ist eigentlich auch gar nicht so wild, weil er will sie ja auch nicht zum Bauch werfen. Ne? Allerdings muss er dann irgendwann von dieser senkrechten Bewegung der Stange die Kurve kriegen und die Stange hier nach vorne bekommen, damit sie auf dem Bauch hier vorne liegt und er sie nicht praktisch gerade runter auf seinen Hals fallen lässt. Und das ist halt, ich sag mal, ein kritischer Punkt, weil es manchmal dann problematisch sein kann, dass die Ellbogen gut genug mitkommen. Man kann die Ellbogen abstehen lassen nach außen, so doll wie man will, wie auch immer. Das kommt immer ein bisschen auf dich an und wie du trainierst. Ich will aber mal schauen, wie Flavio es besser machen könnte. Und das beinhaltet meiner Meinung nach, die Ellbogen näher an den Körper ranzuholen. Na, also wenn wir das jetzt mal anschauen, guck mal, hier bewegt sich die Stange bis hierhin, na, bis hier sogar komplett senkrecht ab nur. Und jetzt kriegt sie auf einmal einen Kick nach vorne, um halt in Richtung des Bauches zu kommen. Na, da jetzt zack, 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 nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jetzt berührt er die Brust. Die Ellbogen sind für meine Verhältnisse einfach ein bisschen zu weit rausstehend. Er könnte sich mehr darauf konzentrieren, den Latz hier ein bisschen anzuspannen, die Lats. Was seine Ellbogen hier rein korrigieren würde, was ihn in eine bessere, effizientere Position zum Drücken bringen würde, müsste man halt testen. Ne?
Was er ja jetzt macht, ist halt so ein bisschen zu kicken. Also sobald er die Brust berührt, versucht er Leg Drive anzuwenden. Das heißt, ein bisschen den Hintern hier anzuspannen, die Quads anzuspannen und dadurch Schub in diese Richtung zu kreieren, um die Stange so trampolinmäßig wieder nach oben zu ballern. Zu ballern. Kann man ballern sagen? Ja. Schauen wir, dass wir uns das nochmal angucken. Stange kommt gerade runter, jetzt wandert sie zum Bauch hin, aber die Ellbogen kommen nicht mit. Und jetzt schießt er da so ein bisschen mit dem Hintern. Hier gar nicht so doll, bei den Versuchen vorher schon wesentlich doller. Ne? Was ihm das hilft, ist, was ihm dabei hilft, das ist natürlich ein relativ enger Griff, den er auch anwendet. Ne? Also was er hier hat, ist eine Rambar, das ist eine Powerlifting Bar von ATX, und wenn er jetzt hier die Ringe nimmt zum Drücken, dann bist du schon bei einem recht, die kleinen Finger auf den Ring legt, bist du schon bei einem recht engen Griff. Ne? So. Als er die das erste Mal nicht bekommen hat, hat er diese Kurve nicht geschafft, die wir gerade gesehen haben. Achso, wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier, du? Kommt gerade runter. Und ist da stehen geblieben, auf der Höhe. Jetzt schauen wir uns mal an, was er beim zweiten Versuch besser macht. Er macht sogar noch einen Versuch mehr. Jesus Maria, das wird spannend. So, also wir haben nochmal die 135 drauf, kommen gerade runter, kickt die hoch, zack. Hat jetzt den Hebel besser überwunden bekommen, konnte dadurch oben stärker drücken. Ne? Was man vermuten könnte, was für Flavio, ich sag mal, eher eine Schwachstelle ist, ist zum einen die Schulter. Weil wenn du die Ellbogen näher an den Körper ranholst, ne, die Stange vielleicht auch minimal weiter zum Bauch kommt, hast du von der Brust weg die Situation, dass du erstmal, ich sag mal, diese Bewegung machen musst. Ne? Also wenn du deinen Arm anschaust, ist das im Grunde diese Bewegung, so eine Art Front Raise, die praktisch, also eine Schulterflexion, die du überwinden musst. Ne? Da arbeitet natürlich die Brust auch schon mit. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass es jetzt nur die Schulter wäre, wie es gerne vereinfacht wird. Aber da könnte man auf jeden Fall mal nach einer Schwachstelle schauen, dass man vielleicht die Schulter ein bisschen auftrainiert. Ich würde es aber, wenn dann, spezifisch machen in dieser Übung. Na, also das ist auch ein bisschen bei ihm eine Technikfrage. Zweitens ist ihm die zweite Wiederholung ja hier oben verreckt nahe des Lockouts, ne, was natürlich klassischerweise dafür spricht, dass der Trizeps stärker sein kann. Was ihm helfen würde, sofort mehr zu drücken, also jetzt sofort, was er jetzt ja auch auflädt, 140, wäre weiter zu greifen, weil er so den Sticking Point hier für den Trizeps praktisch mehr verlagern würde, weil er jetzt weiter greift. Der Trizeps hat einen anderen Angriffshebel und wird einfach mehr Gewicht auslocken können. Ne? So, wenn wir es 140. Und sie kommen nicht. Schade. Ein bisschen weiter greifen, Flavio. Geh mal ins Gym, greif mal drei Finger weiter und du hast sofort 140. Also es gibt ja immer, naja, es gibt mehr, aber vereinfachen wir das mal auf zwei Methoden, um Schwachstellen auszubessern. Du kannst natürlich dickere Muskeln dir antrainieren. Dickere Muskeln haben immer das Potenzial, auch mehr Gewicht zu bewegen. Ich sag mal so, da du aber in der Regel jetzt nicht einfach nur deinen Trizeps trainierst, bis der dick genug ist, dass du beim Bankdrücken auslocken kannst, sondern die Bewegung als System verstehen musst, wo mehrere Muskeln beteiligt sind, ist eine andere Variante eben noch, einfach deine Technik zu verändern, was die Hebel verändert, die du auf die Last praktisch nachher, oder die Last bewegen. Und das kannst du halt unter anderem dadurch, dass du zum Beispiel die Griffweite beim Bankdrücken änderst. Ne? Oder beim Kniebeugen weiterstehst oder beim Kreuzheben im Bereich, also von Conventional zu Sumo wechselst oder wie auch immer. Das ist kein, man kann es nicht ganz so vereinfachen, aber grob gesagt, also das sind so zwei Aspekte davon, wie du da mit umgehen kannst. So, hier haben wir ein Video von Sascha. Sascha ist 1,65 Meter groß und wiegt 65 Kilo und beugt hier 90 Kilo im M-Rap für 5, und die schauen wir uns mal an. Nices Kilo für Kilo Grip Shirt an der Stelle. Leider alle ausverkauft, aber schaut euch auf meiner Seite auch nach meinem anderen Merch an und andere T-Shirts und andere Sachen. Also du hast selber geschrieben, dass deine größten Schwächen vermutlich die nicht vorhandene Tiefe ist und die Kniestabilität. Kniestabilität kann ich jetzt natürlich nicht so wirklich beurteilen, weil für mich bewegt sich das Knie hier im Gelenk gut. Das kannst du wahrscheinlich besser sagen. Was ich finde, ist auch, dass du nicht ganz tief genug beugst. Ich finde, du bist einfach noch ineffizient in der Bewegung im unteren Teil, also da unten im Loch, so, ne, in dem Bereich. Da bist du einfach noch nicht so ganz, ich glaube, in deiner Technik. Du hast dich noch nicht so ganz ausreichend mit der Technik angefreundet. Sagen wir mal so ein bisschen. Ich kann jetzt nichts ausmachen, wovon ich sagen würde, das ist schlecht in deiner Bewegung. Ne, das sieht alles super aus. Du kommst schön runter, dein Rücken hier, der ist relativ neutral, die Knie kommen augenscheinlich nach außen, die Hüfte öffnet sich. Das heißt, du musst ein bisschen rumspielen einfach und vor allem regelmäßig trainieren, und dann wirst du ja besser werden. Was man mal probieren könnte, wäre Tempobeuge, pausierte Tempobeuge auch, und vielleicht die Pausen an verschiedenen Punkten, also müsste man ein bisschen rumprobieren.
Vielleicht eine Übung, die dir Feedback über die Tiefe gibt. Ich muss sagen, das fällt mir ein bisschen schwer, gerade nur basierend auf dieser Videoaufnahme jetzt hier, da viel zu sagen, weil du bist technisch recht gut dabei. Du brauchst einfach nur ein bisschen Übung, vor allem im unteren Teil Bewegung eben, dem Stretch-Reflex. Wenn du jetzt mein Trainee wärst, würde ich voraussichtlich erstmal mit Pin-Kniebeugen arbeiten, weil das kannst du hier in dem Rack wahrscheinlich auch gut machen. Das heißt, die Pins wahrscheinlich in etwa sogar auf dieser Höhe lassen und versuchen, auf die Pins abzulegen und diese Übung auftrainieren über Zeit, ne? Als einzige Variation erstmal. Weil so hast du dann nicht so viel Variation, das brauchst du auch erstmal nicht, würde ich sagen. Aber kannst eben die Stabilität im Loch ganz unten verbessern. Kann man auch mit pausierten Kniebeugen. Da du aber hier diese schönen Dinger hast, würde ich wahrscheinlich erstmal auf Pin-Kniebeuge setzen. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Schauen wir mal das Bankdrücken an. Nice grip shot, bro. Wie viel sind das? 65 mal 4. Jetzt kommen wir zur letzten Wiederholung. Die wird wahrscheinlich am interessantesten für uns. Also ich muss sagen, okay, vorletzte Wiederholung, bei dir läuft's. Achso, 4, aber du hast die 5 nicht geschafft. Okay, ich habe mich nur verzählt, ich bin dumm. Vergiss es. Also, deine Stabilität auf der Bank, ne? Also erstmal fangen wir mal mit den kleinen Dingen an ein bisschen. Eigentlich hebst du hier auch schon wieder einen Ticken zu hoch raus, aber du hast auch wieder keine anderen Optionen. Das ist nun mal oft so, ne? Dann liegst du relativ weit weg von der von den Pins. Das heißt, wenn du es raushebst, hebst du es jetzt wieder hier all the way bis hierhin. Das macht es dir nicht unbedingt leichter, deine Schulterstabilität zu halten, beziehungsweise die Retraktion, Depression der Schulterblätter. Ne? Den Punkt haben wir ja auch öfter wieder. Lässt jetzt zwar rausheben, aber du könntest hier wahrscheinlich nochmal 5 cm mehr in diese Richtung liegen. Das wird dir dann vielleicht noch helfen beim Rausheben. Ne? Ansonsten bist du mir nicht stabil genug auf der Bank und das erkenne ich in dem Moment, wo du hier jetzt nochmal mit den Beinen rumhüpfst. Ne? Also praktisch das Gewicht raushebst und hier nochmal instabil bist. Was ich von dir möchte, ist eher, dass du die Beine noch weiter zurückbringst oder zur Seite weg vielleicht, festen Kontakt mit dem Boden herstellst und dich in die Bank reinschiebst. Ne? Und das löst du auch nicht mehr, bis du das Gewicht vor der Brust hast und fertig gedrückt hast. Weil ansonsten ist es wie, du würdest ein bisschen eine Feed-Up-Bench machen schlussendlich, weil du einfach hier diese Spannung, die du jetzt hier hast und die Retraktion der Schulterblätter und so weiter nicht aufrechthalten kannst, wenn deine Füße vom Boden abheben, weil du einfach mit deinem Hintern auf der Bank wegrutschen wirst. Außer sie hat extrem viel Grip. Wir können ja mal gucken, ob man hier sowas deutlich wird vielleicht. Ja, es geht. Aber du könntest wahrscheinlich generell noch eine bessere Retraktion halten. Wie du drückst, finde ich, sieht in Ordnung aus. Hier zwischen bist du auch mit den Füßen total unruhig. Da würde ich auf jeden Fall versuchen, Ruhe einzuarbeiten und das generelle Setup auf der Bank zu verbessern. Ist ein Punkt, den ich halt fast immer anspreche. Ne? Ich komme mir schon ein bisschen doof vor. Aber das ist nun mal auch so Punkt Nummer 1 beim Bankdrücken, Stabilität auf der Bank. Ne? Das Drücken, wie gesagt, finde ich, sieht ganz okay aus. Du drückst von der Brust weg, auch also am untersten Punkt bist du auch ein bisschen instabil. Oft hier so ein bisschen direkt nach oben. Besonders bei dieser Wiederholung wurde das jetzt deutlich, ne? Erstmal gerade und dann musst du natürlich den Weg in diese Richtung wieder korrigieren. Das wäre natürlich geiler, wenn du von der Brust, ne, wo das Gewicht liegt, direkt schräg wegdrücken könntest. Nicht so schräg, wie ich es jetzt gemacht habe, aber wahrscheinlich so anstelle erstmal gerade und dann musst du den Weg wieder korrigieren. Ne? Das ist auch was man recht oft sieht bei Anfängern, sagen wir mal so. Und was es auszubessern gilt. Und hier können auch pausiertes Bankdrücken helfen oder auch Spolo Bench Press kann da helfen. Pin Bench Press, du hast jetzt hier, glaube ich, kein Gerät dafür, keine Safeties, um da Training reinzubekommen. Ne? Aber vor allem diese Bewusstheit ist halt auch wichtig, dass du wirklich fest liegen willst. Wenn du dieses Video anschaust, schau, wie unruhig deine Beine sind zwischen jeder Wiederholung. Ne? Löst du die einmal vom Boden komplett, legst dich dann wieder hin, ne? Schieb dich mit den Beinen so doll du kannst hoch, ne? Gegen das Grip-Shirt auch, damit du auf der Bank kleben bleibst, viel mehr Spannung halten kannst. Dann wird das Bankdrücken auch stabiler werden. Aber ansonsten super. Also ich finde, das sieht recht gut aus und das sind so verhältnismäßige Kleinigkeiten auch, die du ausarbeiten kannst. Ne? So, wir haben noch ein Kreuzheben und das sind 100 Kilo im M-Rap. Sind das 100 Kilo im M-Rap? Jawohl, 100 Kilo im M-Rap. Du hebst Conventional. Erste Rap sah super aus. Startposition ist gut. Ne? Ich sag mal, das ist ein blöder Cue, den habe ich auch noch nie so irgendwo gehört. Ich weiß nicht, ob ich der den erfunden hat, aber bei Conventional Hebern ist es ganz oft so, Jesus Maria, dass die gute Startposition meistens da ist, wo die Knie und die Arme bündig sind. Also du siehst jetzt hier nicht, dass die Knie hier so weit rausstechen, ne? Sondern sie sind recht bündig. Und das ist meistens, nach meiner Erfahrung, ein recht guter Startpunkt.
Das wird bestimmt, ne, hier pieksen sie ein bisschen raus. Das heißt, du siehst sie jetzt, das finde ich jetzt auch noch voll im Rahmen, aber bei manchen kommen die ja bis hier vorne vor, ne? Dann wirst du zu niedrig sitzen, weil die Knie können ja nur hier vorne so weit rauskommen, wenn dein Hintern so niedrig sitzt, ne? Und hier der entsprechende Winkel auch in den Waden ist. Oder du bist halt so gebaut, dass du, keine Ahnung, komischer Mensch bist. Und dann ziehst du auch aus der guten Position vom Boden. Schlussendlich ist die jetzt auch nicht so ultra wichtig, diese Position. Aber sie spielt eine Rolle für deine Festigkeit und für deinen unteren Rücken vor allem auch, ne? Wenn die aufbricht, diese Position, kommt es oft auch zum Brechen hier am unteren Rücken, dass der rund wird. Ich finde, das sieht soweit super aus. Schau hier noch mehr, dass du die Spannung in die Lats reinziehen kannst. Die sehen mir noch so ein bisschen wenig angespannt aus. Das verhindert auch oft, dass wenn Leute oben in die Lockout kommen, dass man so diesen Shrug macht, weil man ja praktisch die Schultern einmal in eine Depression gezogen hat. Und dann hebst du den Scheiß. Sieht für mich gut aus. Keep training. Keep going hard. Und dann läuft der Hase. Alrighty, das soll es für das Video heute auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Denk dran, smash the Like-Button, tu mir den Gefallen. Und Weihnachten steht vor der Tür. Wollte ich nur mal so nebenbei sagen. Was kannst du checken out? Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.